Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Ja, mein Mamas Altmuschelgeheimnisschatulle, den Mythic Zoidberg. Eine absolute Verlockung. Mega geiles Teil. Und hier. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Die Mag Tire Box. Ich würde dazu gleich was sagen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Lord Griffin Tire Box. Mit Lord Griffin, sagt Zentmünzen, Peter. Daughter of Manson, Dinner Date von Lois Griffin. In diesen ganzen Kombos da. Oben in der rechten Ecke sollte jetzt ein Link aufpoppen. Da könnt ihr draufklicken. Auch später draufklicken. Und da kommt ihr dann direkt zum Video, wo die Lord Griffin Tire Box genauer erklärt wird. So, ja, dann sind wir jetzt hier bei der Mag Tire Box. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, Mac scheint sehr beliebt bei denen zu sein. Damals gab es schon mal diese Dodgeball-Mac-Geschichte da. Ja, und jetzt haben wir hier diese Tirebox. Warum haben wir eine Mac Tire Box? Wir schauen jetzt mal hier rein. Wir haben hier Max in Charge als Pre-Combo. Ja, ich kann es ja jetzt eigentlich, ich kann ja die Katze aus dem Sack lassen. Es gibt wieder einen Clash. Ja, und der Clash startet wieder mal am Montag. Und das ganze Ding sieht dann folgendermaßen aus. Wir müssen jetzt einfach mal gucken. Müssen mal schauen, dass ich das Richtige drin habe. Ich denke aber schon. Was ist denn das? Ist ein bisschen arg klein geraten, würde ich mal sagen. Ja, so noch weniger. Ich muss das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen groß ziehen. Da Monday, genau. Da, da ziehen wir das mal groß, das ganze Ding hier. Wird ja eh wieder ein etwas längeres Video werden. So, also dann schauen wir mal hier rein. Am Montag startet der Mac Clash. Gibt wieder mal einen 100% Bonus auf diese Kombos hier. Menstrual Cycle, Sexy Cat, Dodgeball Mac, Zip Popper Mac, Teen Laquifa. Playlist Mac, Max in Charge, Antipod PSA und Dog Mac. Das sind die Kombos. Zu gewinnen gibt es den Mr. Fischöder als Mythic. Ja, das erstmal dazu zu dem Thema. Deswegen gibt es jetzt hier diese Mac Tire Box. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Mac, wobei die neuen Kombos gar nicht mal so schlecht sind. Aber, naja, wir gucken jetzt mal hier rein. Dann haben wir hier das Tom Landry Baseball Team. Himalayan Observatory Monks. Dann hier klar die Mac Griffin. Ohne die macht das Ganze ja keinen Sinn. Cuddles, Chinchilla, Addict Wayne. Playlist Mac, Cat Licking, Stems and Seeds und Dojo Biden. Ja, was ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz verstehe, also wenn sie schon so ein komisches Ding da machen, ja, dann wäre es echt ganz nice gewesen, in Anführungszeichen, wenn hier mehrere Mac Griffins gewesen wären als legendäre Karten.
vielleicht noch andere Pre-Kombos. Wer weiß, aber was bringt mir das Ding dann hier, wenn ich hier einen Pull mache und dann kriege ich das Tom Landry Baseball Team zum Beispiel, ja. Und hab dann trotzdem keine Mac. Dann kann ich mit der Karte hier für diesen Clash überhaupt nichts anfangen. Und das stört mich ganz gewaltig daran. Also hier sind gerade mal drei Karten, Playlist Mac, Mac Griffin und Max in Charge, die tatsächlich zwingend notwendig sein können. Alle anderen kann man austauschen, ja. Dann gehen wir mal in die Gegenstände rein und schauen wir uns mal hier die Kombos an. Da haben wir als allererstes Menstrual Cycle. Das ist dieser da. So, mal gucken hier. Bin ich hier überhaupt im richtigen drin? Oh, ich glaube, das sieht gut aus. So, hier mit kann ich eigentlich schon immer gleich maxen. Mac Griffin. Tja. Tolle Karte mit dem Golfball Escape mal wieder. Also natürlich klar, die Combo da hinten, die da rauskommt, ist schon mega, wenn wir uns da 100% Bonus darauf vorstellen. Also 32 Revanche, 42 Gas, 16-fach, alle Leben, 28 Angriff und 162 Leben. Sorry, wenn ich gerade mal ein bisschen, ich bin so müde aktuell. Also wow, wenn nicht böse sein. Ja, die Combo ist geil, aber die Karte Golfball Escape ist natürlich, naja, dann haben wir Dodgeball Mac. Das wäre dann diese hier. Können wir auch wieder maxen. Mit einer Mac. Und dann haben wir hier eine Blurns Ball. Wenn wir hier den 100% Bonus draufklatschen, dann würden wir 38 Leben mit hinzubekommen, wenn eine Combo gespielt wird. 32 Punch, 38 Angriff und 136 Leben. Das ist auch wiederum die einzige Möglichkeit mit Legendär das zu spielen. Teen Laquifa. Ja, Teen Laquifa ist diese hier. Ihr merkt, ich bin total begeistert von diesem Clash jetzt, weil ich frage mich, wie ich das, was ich da machen soll. Weil ich habe, ja, kennt's aus meinen Videos und da ärgere ich mich natürlich jetzt maßlos, dass sie sowas hier machen. Ja, da ich immer gegen die Mac hetze. Das wäre genauso, wenn sie jetzt hier so ein Klaus Heisler Clash machen würden, kommt vielleicht auch noch. Aber die Mac wollen sie irgendwie unbedingt loswerden. Mac Griffin mit Push-Ups und dann kommt hier die Teen Laquifa raus, da hast du dann 34 Leben, boah, 42 Gas. Also die Werte dann sind natürlich schon mega geil, ne, mit hier Death Ball, Shuttlecock Ring, Horse Camp, Freezer Dome, The Stingers, Softball Player Jerome, Terrestrial Cycling, Yogi Victor, Synchronized Swimming, boah, ich bin so froh, jetzt Wochenende, Double Ping Pong, Toxic Shock, und dann machen sie noch die Zeitumstellung, also der Bazooka, ich hab gedacht, der Scheiß wäre rum. Minis, Trampoline und Tom Landry Baseball Team, also auf jeden Fall die Combo auch. Im Mac Clash, ein absoluter Knaller, hier dann Max in Charge. Ist die nächste, schauen wir uns jetzt auch mal an hier. Max in Charge, No Mercy, ich muss gleich schon wieder maxen hier. Ja, da wären wir hier bei dieser da, No Mercy Dojo, Quahawk Martial Arts, Brian the Home Invaders, Not Rocket, Capoeira Reginald, Capoeira, Fashion Wrestling, That's My Parfait. Arlen YMCA, Stop Hitting Yourself, Arcturian Kung Fu, Diamond Crusher und Himalayan Observatory. Und auf der rechten Seite hätten wir dann jetzt hier, gehen wir mal auf die Fashion Wrestling zum Beispiel. Die wird wahrscheinlich jeder von euch irgendwie schon mal haben. Jetzt 42 Revanche, Alter, verdammt, 18-fach alle heilen, 32 Bodyguard, 42 Angriff und 148 Leben. Ja,
Macht es denn Sinn, das Ganze hier mit einer grünen Mac? Schon scheiße gerade, muss ich echt sagen. Also, mich. Ja, also. Dann gehen wir mal auf die Dogs, Dog Mac. Jetzt werden sich die ganzen Leute, die immer die Mac verteidigt haben, werden sich jetzt denken: Haha, haha, gleich die Fresse geflogen. Also, maxen wir das Ganze mal. Ein Clash, den kann ich mir schenken. Irek Lobster zum Beispiel, Knife Wielding Seal, New Brian, Cuddles, Mr. Business, da kommen dann schon richtig geile Karten bei raus. Hier Doc Mac, ne? Ist schon echt nice, wenn ich das jetzt hier also alles verdopple. Ich bei 64 Stoß durch die Band, gut, das ist jetzt weniger interessant, aber 48 Angriff. 56 Revanche und 62 Blutsauger. Pff, wie willst du denn die klein bekommen? 62 Blutsauger, die kriegst du nicht klein. Und dadurch, dass die ja noch den Stoß durch die Mauer hat, also mit 64 und 48 Angriff, ist diese Karte unkaputtbar. Keine Chance, die auch nur ansatzweise klein zu bekommen. Dann haben wir hier Sexy Cat. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Das ist nett. Das ist er. Boah, ich kotz gerade im hohen Bogen. Ne? Also hier 24 mit, also mit Rogers Kleiderschrank. Book of Spells, Scary Mask und Stan's Haunted House. Da hätten wir 44 Blutsauger, 44 Gas, 28 Angriff, 150 Leben. Scheißdreck, echt. Also, das finde ich nicht schön jetzt hier. Dann haben wir die pickelausdrückende Mac oder Sid Popper Mac. Gucken wir uns auch als nächstes mal an Sid Popper Mac. Mit einer Mac. Pantry Guns können wir auch noch mal maxen hier. Gerade so abgenervt. Pantry Guns, dann haben wir hier, hätten wir auf der rechten Seite 36er Mauer, 28er Bombe, 40 Leben. 40 Angriff und 144 Leben. Da unten mit Long Stick with Sharp Rock geht's auch noch. Playlist Mac. Playlist Mac ist diese nicht, das ist diese da. Playlist Mac. Ja, jetzt wird es natürlich brachial, ne? Auch wieder 42 Punch, 42 Angriffspunkte, wenn eine Combo gespielt wird, mit hinzu. 38 Angriff, 152 Leben, 48er Stoß durch die Mauer. Mit K-Pop Joe, Troubadour Jeff. Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo, Turnin' Jeff, Courtney is Dead, Fartschool Jimmy Jr., K-Pop Cleveland und Earl's Gitters. Sieht's aus hier mit der. Scheiße ist natürlich, dass das Ding hier echt nur dann auch noch in der. Also, das ist. Dass es sonst nur die grüne Version davon gibt, ne? Es ist einfach nur unfassbar. Antipod, PSA. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, mit Baked Evil Monkey zum Beispiel, da hätten wir da auf der rechten Seite 48 Lehmen. 54 Blutsauger,
52 Stoß durch die Mauer, 54 Angriff, 126 Leben. Dann gibt es das Ganze noch mit Prescription Weed, Chinchilla Addict Wayne, Leon Pedard, Hype No Toad, Toad Licking und Butterscotch Cookies. Ja! Das wären die Combo Masteries, die man bekommen kann. So, dann gehen wir hier mal direkt rein. Playlist Mac wäre die Pre-Combo, die man so bekommt. Ja. Wenn man zwei Stufen gehen würde, 1260. Puh, das ist jetzt. Sechzehn achtundsiebzig, 14 Punch. Also das lohnt sich nicht wirklich, ne? Die Playlist Mac als Pre-Combo. Vielleicht wenn sie gemaxed ist, aber so nicht. Ja. Ja, 3 Puls. Bei 700 Gems aus dem Pool. Zweimal diese Level 1 Playlist Mac. Sechsmal den Forschungsbeschleuniger. 600 legendäre Steine. 300 Gigawatts. Legendäre Karte kommt ab 900 Gems hier noch mit hinzu. Also da wären wir bei 1600. Dann hätten wir noch hier diese. Und Max in Charge kommt dann erst. 3.800, 4.700, 4.900, 5.400 Gems reinballerst. Dann kämst du da hinten erst hin zu Max in Charge. Das ist ganz schön gewaltig. Ja, für mich ist eins klar, diese Mac Clash wird ein Horror werden. Tja, dann haben wir hier die Mythic Tina, das Mythic Tina Pack, Cognac Bender, Beer Festival, Beer Tasting, Francine Smith, Eggnog Roger, also Eierflip Roger, Tropical Drinks, Weinschuh und so weiter und so fort. Also noch die letzten Drunk-Karten, die ihr wahrscheinlich sehen werdet. Ist jetzt an der Stelle auch nicht so wirklich schlimm, weil der neue BGE ja sowieso ein bisschen stärker ist. Dann sind wir auch bei den heutigen Combo Masteries schon angelangt. Dann haben wir einmal hier Burger Addict Wayne als erste Combo Mastery für heute. Für 500 Gems. Und das ist hier diese da. Und Burger Addict Teddy. Was habe ich gesagt? Burger Addict Wayne? Burger Addict Teddy ist. Boah. Ist schon geil, ne? Mit Prescription Weed, Leon Pedard, Hype No Toad, Refreshing Crack, Baked Evil Monkey, Chinchilla Addict Wayne, Demon Seeds, Total Licking, Olive Addict, Butterscotch Cookies und hier unten in der Mythic Version. Da müssen wir dann allerdings nochmal jetzt hier, das ist natürlich dann schon krank, ne? Der Unterschied zwischen der Mythic und einer grünen. Ja. Wow, guckt euch die Werte da auf der rechten Seite an. Das ist schon sensationell geil. Also wer den Mythic Teddy hat, diese Combo ist nice. Ne? Da haben wir den Bondage Klaus. Vorhin hatte ich noch die Rede von Klaus Heisler. Wenn sie da noch was, ich will es gar nicht aussprechen, gar nicht drüber nachdenken. Den kann ich jetzt gleich maxen. Gehen wir direkt runter zur legendären Version mit Rogers Kleiderschrank. Dann hast du auf der rechten Seite eine Bombe. Hier mit Book of Spells noch. Witch-Kostüm und Ski-Mask. Ihr merkt, die Motivation ist bei mir gerade richtig hoch. Wenn ich das, also das mit dem Mac-Clash, das macht mich fertig. Assassin Bender habe ich mir bereits schon mal geholt.
Für eine weitere reicht es jetzt momentan nicht. Also da müsste ich mir nämlich zwei weitere holen. Ja, geiles Ding. Auf jeden Fall. Hier mit Gingerbread Guns, mit Cat with Guns, with Cat Guards, Purity Dads, Finger Gun Gale, Fraud Boy, Terrorists, Mobile Oppression, Heat Packing Priest. Auf der rechten Seite kommt Berauscht, Blutsauger und Bombe raus, davon nicht wenig. Das Ding ist echt cool. Da unten die ganzen. Gehen wir mal ein bisschen eine Stufe runter, weil sonst macht das meiner Meinung nach wenig Sinn. Ist dann relativ unrealistisch hier mit der Gingerbread Guns und so weiter. Und auf der rechten Seite auch geile Werte, ne? Also diese Karte ist halt echt nice. Assassin Bender. Für alle, die in Bender spielen und eine dieser Karten haben, absolute Empfehlung von meiner Seite für heute. Drunk Hermes ist dieser da. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist halt wieder mal ein Hermes-Kombo. Und die ist nicht schön. Wie so viele Hermes-Kombos. Mit Absinth, Pawtucket Patriot Ale, Welcome Mojitos und diesen ganzen Epic-Karten. Kommt ein Schild raus und stoßt durch die Mauer. Ja, der Frust. Also, ihr könnt jetzt nur das Gesicht hier vom Washi sehen. Aber ich glaube, die Demotivation klingt aus meiner Stimme heraus. Kann, glaube ich, jeder hören. Freue mich schon riesig auf den Mac Clash. Nämlich nicht. Ja, was lässt sich über die heutigen Combo Masteries sagen? Hier Assassin Bender, mega geil. Burger Addict Teddy. Wer den Teddy hat, auch mega geil. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr die 500 Gems da reinballert oder euch eine Mag Tire Box holt. Für den Mag Clash. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir in meinem Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.